Es sollen jeweils zwei Dezimalzahlen miteinander multipliziert werden. Dafür gehen wir wie folgt vor. 4 mal 5, das sind 20, schreibe 0, merke 2. 4 mal 7 sind 28, 28 und 2 sind 30. 8 mal 5, das sind 40, schreibe 0, merke 4. 8 mal 7 sind 56, 56 und 4, das sind 60. 9 mal 5 sind 45, schreibe 5, merke 4. 9 mal 7 sind 63, 63 und 4, das sind 67. Hier bleibt stehen die 5, hier die 7, hier die 6, hier die 6 und hier die 3. Damit haben wir schon mal die Ziffern zusammen. Jetzt hat das Ergebnis genauso viele Nachkommastellen, wie die beiden Faktoren zusammen haben. Der erste Faktor hat eine Nachkommastelle, der zweite hat auch eine Nachkommastelle, sind insgesamt zwei Nachkommastellen, also hat das Ergebnis auch zwei Nachkommastellen. Wir fangen hier hinten an, 1, 2 und kommen raus bei 366,75. Weiter geht's mit 94,8 mal 3,71. 3 mal 8 sind 24, schreibe 4, merke 2. 3 mal 4 sind 12, 12 und 2 sind 14, schreibe 4, merke 1. Und 3 mal 9 sind 27, 27 und 1, das sind 28. 7 mal 8 sind 56, schreibe 6, merke 5. 7 mal 4 sind 28, 28 und 5, das sind 33, schreibe 3, merke 3. Und 7 mal 9 sind 63, 63 und 3 sind 66. 1 mal 8 sind 8, 1 mal 4 sind 4 und 1 mal 9 sind 9. Hier bleibt die 8 stehen, 4 und 6 ist 10, schreibe 0, merke 1. 1 und 9 sind 10, 10 und 3 sind 13, 13 und 4 sind 17, schreibe 7, merke 1. 6 und 4, das sind 10, die gemerkte 1 dazu sind wir bei 11, schreibe 1, merke 1. 6 und 8 sind 14, die gemerkte 1 dazu sind wir bei 15, schreibe 5, merke 1 und 1 und 2, das sind 3. Das Ergebnis hat wieder genauso viele Nachkommastellen wie die beiden Faktoren zusammen. Der erste Faktor hat eine Nachkommastelle, der zweite hat zwei, zusammen sind das drei Nachkommastellen. Wir fangen wieder von hinten an. 1, 2, 3, zack, 151,708. Zum Schluss 11,85 mal 7,56. 7 mal 5, das sind 35, schreibe 5, merke 3. 7 mal 8 sind 56, 56 und 3 sind 59, schreibe 9, merke 5. 7 mal 1, das sind 7, 7 und 5 sind 12, schreibe 2, merke 1. 7 mal 1, 7 und 1 sind 8. 5 mal 5 sind 25, schreibe 5, merke 2. 5 mal 8 sind 40, 40 und 2 sind 42, schreibe 2, merke 4. 5 mal 1 sind 5, 5 und 4 sind 9 und 5 mal 1, da kommen wir raus bei 5. 6 mal 5, das sind 30, schreibe 0, merke 3. 6 mal 8 sind 48, 48 und 3 sind 51, schreibe 1, merke 5. 6 mal 1 sind 6, 6 und 5 sind 11, schreibe 1, merke 1. Und 6 mal 1 sind 6, 1 dazu, sind wir bei 7. Wir addieren wieder. Hier haben wir die 0. 5 und 1 sind 6, 5 und 2 sind 7 und 1 sind 8, 9 und 9 sind 18, 18 und 7 sind 25, schreibe 5, merke 2, 2 und 5 sind 7 und noch eine 2, sind wir bei 9 und hier bleibt die 8 stehen. Wir schauen wieder, wie viele Nachkommastellen haben die beiden Faktoren zusammen. Der erste Faktor hat 2, der zweite hat 2, also insgesamt 4 Nachkommastellen. Wir fangen hier hinten an, 1, 2, 3, 4 und setzen das Komma an dieser Stelle. Damit lautet das Ergebnis 89,5860. Wenn ich das jetzt wie folgt aufschreibe, nämlich 11,85 mal 7,56 und jetzt das Ergebnis dahinter schreibe, dann würde ich das so hier aufschreiben. Und dann würde man merken, oh, Moment, das sind ja gar keine 4 Nachkommastellen. Das liegt aber einfach daran, weil hier hinten die 0 steht und die 0, die können wir weglassen. Wichtig ist, dass wir die 0 mit reingenommen haben, als wir die Kommastellen bestimmt haben, die hier bei dieser Dezimalzahl vorkommen müssen. Mhm.